Die Deutsche Bahn AG gehört zu 100% dem Staat, ist mit über 200.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber Deutschlands und beförderte allein letztes Jahr 132 Millionen Menschen im Fernverkehr mit einer sagenhaften Pünktlichkeit von 65%? Zu spät war also jeder dritte Zug. Doch wie konnte es so weit kommen? 1994, das Jahr der Bahnreform. Pünktlichkeitsquote heute unvorstellbare 90%. Doch dann soll die Bahn an die Börse. Und was viele nicht wissen, Börse, das ist ein anderes Wort für kaputt sparen. Denn jetzt kommt alles Unrentable einfach weg. 1994 hatte die Deutsche Bahn ein Betriebsnetz von mehr als 41.000 Kilometern Länge. Heute sind es nur noch rund 33.000. Und da wir seitdem auch die Hälfte aller Weichen abgebaut haben, konnten wir das deutsche Weltkulturerbe Stau auf die Schiene übertragen.